so eine Ehre für mich, dass deine Eltern bei diesem Scheißjob davor an mich gedacht haben. Jetzt komm mal wieder runter, okay? Meine Eltern haben das nicht so gemeint. Oh Mann, die wollen dir wahrscheinlich so gefallen. Die mögen dich nicht. Aber diese hat total viel von dir. Meine Eltern bin ich nichts weiter als so ein kleiner Pisser, der nicht zu ihrer Tochter passt. Nein. Du hast mich nur als Lückenbüßer benutzt. Und genau daran ist die Freundschaft zwischen mir und Henning zerbrochen. Und als wir oben auf dem Turm standen, ist alles wieder hochgekommen. Und wenn du von Anfang an ehrlich gewesen wärst, zu uns beiden, dann könnte Henning noch leben und das weißt du. Schnurma, Sylvia. Sie muss sofort ins Krankenhaus, sonst ist es zu spät. Natürlich. Wenn du von Anfang an ehrlich gewesen wärst, dann hättest du niemanden so weit getrieben. Oh mein Gott, steh doch zu dem, was du getan hast und such die Schuld nicht bei jemand anderem. Ich weiß, dass ich schuld bin an Hennings Tod. Aber es war ein Unfall. Und kein Mord. Ich glaub dir kein Wort. Henning war mein bester Freund. Und du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ich ihn kaltblütig umbringen würde. Mir reicht's. Hau ab hier. Ich will dich nie wiedersehen. Einen Krankenwagen, schnell! Nein, nein, warten Sie, das dauert viel zu lange. Sie muss sofort in die Klinik. Hier, komm. Ich komme mit. Nein, Sie bleiben hier. Sie sind mir nur im Weg. Sie ist meine Mutter. Lass ihn, du hast es doch gehört. Ganz ruhig. Dir keine Sorgen. Was hast du dir dabei gedacht? Du weißt ganz genau, dass Glutamat für meine Mutter tödlich sein kann. Ja, natürlich. Deswegen kann ich mir das auch nicht erklären. Ich schon. Felix. Meine Herrschaften, ich bitte Sie. In Anbetracht der Umstände sollten wir die Veranstaltung besser abbrechen. Nein. In welcher Klinik arbeitet dieser Professor Gruber? Marienhospital. Ich suche die Nummer raus. Das macht dir keine Sorgen. Sie ist in besten Händen. Das hoffe ich. Kann uns jemand sehen? Sieht nicht so aus. Gute Arbeit, Herr Doktor. Sehr, sehr gute Arbeit. Es war mir ein ganz besonderes Vergnügen, so überzeugend wie Sie waren. Haben Sie das Glutamat unter die Speisen mischen können? Ja, ja, das war überhaupt kein Problem. Trotz dieser langweiligen Rede von Beatrice waren alle ganz gut abgelenkt. Dafür dürfte bei Ihrer Schwester in den nächsten Tagen und Wochen keine Langeweile aufkommen. Wenn Sie Ihre künftige Auftragslage meinen... Die wird in nächster Zeit wahrscheinlich nicht sehr befriedigend sein, ja. Als Chefin eines Catering-Services trägt sie nun mal die Verantwortung für den Vorfall. So ist es. Die Ärmste. Dabei lief ihr Geschäft gerade so gut an. Und wenn auch noch Lars davon erfährt? Wird er gar nicht mehr gut auf sie zu sprechen sein. Das Leben kann so schön sein. Jetzt aber los. Sie müssen unbedingt Felix anrufen. Wir dürfen nicht riskieren, dass er noch im Krankenhaus auftaucht. Psst, runter. Dann werde ich meiner ärztlichen Pflicht mal Folge leisten und ihm das Leben retten. Tun Sie das. Tun Sie das. Hi, Andi. Alles klar? Frag nicht. Komme ich also zum Ergebnis, dass der Patient offenbar unter den posttraumatischen Auswirkungen einer Wohltätigkeitsgrade leidet. Und der Behandlerarzt sich gleich ein blaues Auge für seinen beschissenen Kommentar einfängt? Hi, Thomas, Anita. Hallo, Franzi. Tja, ich lasse euch beide nochmal allein, ne?
Andi, mir tut leid, was da passiert ist. Mir auch. Dürfte ich um diesen Tanz bitten? Vielleicht später. Auf der CD stand extra Musik von Lovers. Bitte. Zum Affen machen, das schwöre ich dir. Andi, ich habe das wirklich nicht gewusst. Glaub mir bitte. Ich glaub dir ja. Aber mich würde echt mal interessieren, warum Leute wie dein Vater in mir immer nur den letzten Hilfstrottel sehen. Ach, das stimmt doch gar nicht. Weißt du, wahrscheinlich hat er gedacht, du kannst den Job gut gebrauchen, oder? Ja, genau das meine ich. Während seine Tochter sich in der feinen Gesellschaft rumtummelt, darf ihr Freund nur die Nobelkarossen der Gäste einparken. Ja, aber guck mal, du hast auch schon öfter bei uns gearbeitet. Das war ja wohl was anderes. Diesmal hat echt nur noch gefehlt, dass ich mir die Essensreste am Dienstboteneingang abholen darf. Ach komm, vergiss das doch einfach, Jan. Schlimmsten war noch die Mutter von Felix, diese aufgeblasene Frau Jones. Wie die mich behandelt hat. Ach, die blöde Kuh, die sorgt bei unserer Familie immer für Stress. Das scheint bei ihr normal zu sein. Die anderen Schnüssel waren auch nicht besser. Können Sie überhaupt einparken? Der Wagen ist nagelneu. Aber machen Sie keine Schramme rein, ja? Du darfst das alles nicht so ernst nehmen. Es gibt eben Leute, die brauchen sowas. Sag mal, findest du es eigentlich schlimm, dass ich keine Kohle habe und kein Von und Zu bin? Quatsch, nein. Hey, wie kommst du darauf? Hoffentlich ist es dir nicht eines Tages peinlich, dass ich in der Gesellschaft ein absoluter Niemand bin. Hey, Schatz. Für mich ist dieser Niemand absolut perfekt, ja. Alles wieder okay? Deine Eltern sehen mich so schnell nicht wieder. Was für eine Schande. Die schöne Gala. Das wird sich alles aufklären. Hoffentlich überlebt sie diesen Allergieschock. Es geht dir wieder ganz gut. Was hat Dr. Gruber gesagt? Er hat ihr Cortison gespritzt. Danach ging es ihr wieder besser. Sie muss noch zur Beobachtung eine Nacht dableiben. Es tut mir wirklich leid, wie dieser Abend gelaufen ist, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie Glutamat in mein Essen gekommen sein soll. Vielleicht hättest du deinem Personal striktere Anweisungen geben müssen. Martin, alle meine Speisen sind frei von jeglichen Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern. Das würde ich an Ihrer Stelle auch behaupten. Ich bin mir aber sicher. Und wieso hat meine Mutter einen Allergieschock bekommen? Ich weiß es nicht. Soll ich schon mal abräumen? Ja, bitte. Nein, Christiane. Ich schlage vor, wir nehmen von allen Speisen eine Probe. Dann haben wir wenigstens Gewissheit. Ja, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Christiane, veranlassen Sie das. Mach ich. Die Ergebnisse da sind, Hanne, dann wirst du bestimmt entlastet. Ja, das ist auch meine einzige Chance, meinen Ruf zu retten. Ich kann sonst meinen Catering-Service vergessen. Hast du schon gehört, was bei der Gala passiert ist? Nein. Was denn? Deine Mutter hatte einen Allergieschock. Hast du gehört? Ja. Allergieschock. Willst du denn gar nicht wissen, was genau passiert ist? Was ist denn passiert? Wie geht's dir? Mir inzwischen gut. Aber du machst mir gerade Sorgen. Marie. Hast du Tabletten genommen? Marc hat recht. Womit? Marie, sag mir doch endlich, was los ist. Ich
Ich bin schuld an Hennings Tod. Wenn Sie das veröffentlichen, werde ich Sie zur Rechenschaft ziehen. Nein, ist absolut nicht bewiesen, dass es am Buffet lag. Papa? Nur eine Silbe darüber. Und ich werde mich mit Ihrem Chefredakteur in Verbindung setzen. Das gibt's denn? Ich hab's eilig. Warum behandelst du meinen Freund wie einen Dienstboten? Oh, fängt das schon wieder an. Das habe ich dir doch gestern gesagt. Wenn du deine Mailbox abgehört hättest... Hab ich aber nicht. Und außerdem geht's hier ums Prinzip. Was denn? Dass ich Andi einen Job als Parkwächter vermittelt habe? Also wenn das unter seiner Würde ist, dann hätte er ablehnen können. Ja, klar. Ey, merkst du echt gar nicht, wie du ihn damit erniedrigt hast? Also gut, vielleicht war ich in dem Moment etwas unsensibel. Andi hat sich extra einen teuren Anzug machen lassen. Den hat er bestimmt nicht getragen, damit deine blöde Ex-Freundin auf dem Parkplatz anpammt. Also ich finde es ziemlich geschmacklos, wie du über Silvia redest. Ach, und wieso bitte? Weil sie gestern meiner gestorben wäre. Was? Ja, ein Allergieschock. Dr. Gruber konnte sie gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus bringen. Tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Schon gut. Papa, trotzdem finde ich, dass Andi mehr Respekt verdient, ja? Marc wäre nie so eifersüchtig gewesen, wenn ich ihm nicht falsche Hoffnungen gemacht hätte. Aber ich habe das einfach nur verdrängt. Weil ich es nicht wahrhaben wollte. Marie, du redest dir da was ein. Einen Sündenbock zu suchen, ist ja auch viel bequemer. Jetzt hör mir endlich mal zu. Hennings Tod, das war ein schrecklicher Unfall. Und nichts anderes. Was spielt denn das noch für eine Rolle? Marc hat sich meinetwegen mit Henning gestritten, weil ich ihn schlecht behandelt habe. Sowas darfst du nicht mal denken. Niemand kann was dafür, dass der Streit der beiden so tragisch ausgegangen ist. Warum hat er dann sterben müssen? Das ist so sinnlos. Da fehlt mir so. Hey! Das solltest du vielleicht noch mitnehmen. Oh, da hast du. Danke, Nicole. Tja, wenn du mich nicht hättest. Tja, dann würde sie gleich wieder zurückkommen. So wichtig ist es auch nicht. Musst du nur unbedingt fahren? Soll ich Andrea im Stich lassen? Willst du das wirklich? Ja. Du hast mich gefragt. Ich bleib doch bloß ein paar Tage. Jeder Tag ohne dich ist ein verlorener Tag. Es tut gut, so vermisst zu werden, weißt du? Oh. Jetzt habe ich dich durchschaut. Guten Morgen. Hallo, Hanna. Hey. Na, wie geht's dir? Beschissen. Kannst du mir einen doppelten Espresso machen? Ja, sofort. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Darüber nachgegrübelt, wie dieses blöde Glutamatensessen gekommen ist. Falls überhaupt welches drin war. Ja, aber das ist genau der Punkt. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Eben. Vielleicht hat Silvia schon vorher irgendwas gegessen, wo dieses Zeug drin war. Ich bin doch gar nicht bis zur Gala gekommen. So eine Schockreaktion tritt doch innerhalb von Minuten ein. Wie geht's mir eigentlich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe nur gehört, dass sie aus dem Krankenhaus draußen sein soll. Na dann. Vielleicht hat sich ja inzwischen herausgestellt, dass ihre allergische Reaktion von ganz was anderem kommt. Ja, Felix, du brauchst dir wirklich keine Sorgen machen. Nein, es geht mir wieder gut. Ja, mach ich. Ja, aber schön, dass du angerufen hast. Bis dann, tschüss. Lars, schön, dass du da bist. Charlie hat mich auf dem Handy erreicht. Er hat mir alles erzählt. Wie geht's dir denn? Ach ja, ganz gut soweit. Mein Gott, wenn man einen Tag mal nicht da ist. Ja, du hättest da auch nichts machen können, aber glücklicherweise war ja zufällig ein Arzt da. Sonst würde ich hier nicht so fröhlich sitzen. Fröhlich ist gut. Aber wie konnte das denn passieren? Habe ich dir nie von meiner Allergie erzählt? Ja, kann sein, vielleicht. Charlie hat mir erzählt, dass du zusammengebrochen bist, weil du einen Allergieschock hattest.
Naja, das stimmt. Ich habe was vom Buffet gegessen und schon ging's los. Naja, aber ob's daran lag. Ja, willst du damit sagen, du weißt es noch nicht genau? Ist doch egal. Die Hauptsache ist, ich bin noch mal davongekommen. Ja, aber wir müssen der Sache doch auf den Grund gehen. Irgendjemand muss doch dafür verantwortlich sein. Es wird sich schon alles aufklären. Ganz bestimmt. Papa. Ach, guten Morgen. Ich grüße Sie. Morgen, Herr von Weinbach. Alexa. So, ab. Ja. Ciao. Ja. Tschüss. Hab ich irgendwas verbaselt oder warum bist du hier? Nein, eigentlich wollte ich gar nicht zu dir, sondern zu Andi. Ach so. Wir schauen uns mich immer wieder. Tja. Ist er denn überhaupt hier? Ja, ich denke schon. Komm erst mal rein. Andi? Sag mal, Felix, ich hab dir jetzt schon 10 Minuten. Besuch für dich. Guten Morgen. Morgen? Ja, ihr kommt sicher ohne mich klar. Tschüss. Ciao. Tja, es geht um die gestrige Auseinandersetzung. Das Ganze war ein dummes Missverständnis. Ich bin davon ausgegangen, dass sie sich ein paar Euro dazu verdienen wollten. Wie schon so oft. Shit happens. Ich meine, es ist schon vergessen. Dann nehmen Sie meine Entschuldigung an? Ja, sicher. Gut. Ach ja, bevor ich es vergesse. Für gestern. Danke. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Shit happens. Zu Marie gehen und mit ihr reden. Ach, und gegen die einstweilige Verfügung verstoßen, ja? Nie im Leben. Die hat dich gestern aber nicht davon abgehalten, ihr diesen Unsinn zu erzählen. Welchen Unsinn? Dass sie für Hennings Tod mitverantwortlich ist. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es doch auch so. Ich war doch nur sauer auf Henning, weil sie mich als Lückenbüßer missbraucht hat. Selbst wenn. Vom Turm gestoßen hast du ihn, nicht sie. Erstens war das nicht so und zweitens war das nicht mit Absicht. Ob mit oder ohne Absicht. Henning ist tot. Und Marie leidet deswegen schon genug. Ach, und ich, ja? Ich führe Freudentänze auf, oder was? Es geht hier nicht um dich. Nach allem, was passiert ist, hast du nicht das Recht, ihr auch noch Schuldgefühle einzureden. Mein Gott, sei doch nicht so stur. Ich mache mir wirklich Sorgen um Marie. Kannst du das nicht verstehen? Sie ist mit ihren Nerven völlig am Ende. Also bitte geh zu ihr und nimm diese idiotischen Vorwürfe zurück. Hallo? Hallo. Hallo, Silvia. Hallo, Hanna. Setz dich. Silvia, ob du mir das jetzt glaubst oder nicht, aber ich war noch nie so froh, dich wieder gesund zu sehen. Danke. Ich wollte dir nochmal versichern, dass in keiner meiner Speisen irgendein Geschmacksverstärker war. Ich weiß auch, dass du eine Allergie hast. Das hätte ich dir auch niemals unterstellt. Nicht? Ich dachte, da... Wir verstehen uns nicht besonders. Aber dass du mir sowas antun würdest, allein der Gedanke ist absurd. Da bin ich immer froh. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, was der Grund für den Allergieschock war. Entschuldigung. Novak? Ja? Ja, das ist ja gut, dann komme ich gleich raus. Mhm. Bis dann, tschüss. Die Beinbachs haben das Buffet auf Glutamat testen lassen. Das Ergebnis ist da. Ich könnte dich mitnehmen. Ich muss sowieso noch meine Geschäftsreise mit Herrn von Beinbach besprechen. Ja, gerne. Ich denke, ich begleite euch auch. Hanna, du wirst sehen. Alles wird gut. Ich will endlich mal wieder mit dir allein sein. Ich könnte jetzt gleich mit dir in die Flitter machen. Dann lass uns doch abhauen. Sofort. Wir sind doch bald unterwegs. Und was sind ein paar Stunden gegen ein ganzes Leben?
leider nicht zu Hause. Sie können mir aber eine Nachricht hinterlassen. Vielen Dank. Marie, hier ist dein Vater. Ich wollte mich erkundigen, wie es dir geht. Bist du zu Hause? Ruf mich bitte zurück, sobald du die Nachricht abgehört hast. Tschüss. Ist halt nicht so einfach für Andi und mich in der besseren Gesellschaft. Kann ich sogar verstehen. Was meinst du, warum ich so gern hier bin, wenn man sich hier freischnauze benehmen kann? Und lästern. Ach, lästern über wen? Über die ganzen von und zu's. Hier zum Beispiel der neueste Klatsch und Tratsch. Ich finde das immer super lustig, meine Eltern weniger. Was ist? Ist etwa irgendeiner Gräfin ihr Zwergpudel entlaufen? Jüngster Beinbach-Spross hat eine Schwäche für das Personal? Haben die einen Totalschaden? Scheiße, Andi darf das auf keinen Fall sehen. Der kriegt das sofort in den falschen Hals. Wer kriegt einen Hals? Was hast du denn? Komm. Schon das zweite Mal, dass die Presse über mich berichtet, seit wir zusammen sind. Andi, nimm dieses Zeug bloß nicht so ernst, okay? Guck mal, die haben mir sogar eine Chauffeursmütze auf den Kopf gezaubert. Ich glaube, ich habe den Typen gesehen, der das geschrieben hat. Ey, wenn ich den in die Finger kriege, dann... Nee, lass mal. Heute schreibt's der, morgen ein anderer. Was soll's? Genau. Und eigentlich ist es doch auch ganz egal, was andere über uns denken. Andi, ich liebe dich. Genauso wie du bist. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie mitkommen. Sie sind ja erstaunlich schnell wieder auf den Beinen. Mich wirft so schnell nichts aus der Bahn. Zumindest kein Allergieschock. Wenden wir uns lieber dem Testergebnis zu. Wir haben nachher noch einiges Geschäftliches zu besprechen. Sag schon. Darf ich? Das Testergebnis ist eindeutig. Dann hast du also doch Glutamat verwendet. Ich vermisse dich so, Henning. Ich werde bald bei dir sein.